Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur vierten Runde, zur Finalrunde und den Back Nine, denn wir stehen hier an der 10. Das heißt, die Bahnen 10 bis 18 sind noch vor uns und die müssen gespielt werden. Und im Moment sieht es sehr, sehr gut für uns aus. Minus 8. Wir haben unser Matchplan soweit hier erfüllt. Auf den ersten 9, auf den Front 9 haben wir uns kein Bogey eingefangen. Es war immer knapp. Wir haben zweimal auch gute Birdie-Chancen gehabt, wo uns der Ball ganz, ganz knapp am Loch vorbei ist. Aber nichtsdestoweniger an der 5 haben wir dann doch mit dem zweiten Schlag das Par 5 grün erreicht und dann doch zumindest das Birdie gespielt. Herzallerliebst, sage ich da an der Stelle. Hervorragend. Ich freue mich über die Front 9. Jetzt heißt es natürlich, ja, nicht nachlassen, nachlegen, denn die Back 9 sind ja eigentlich unsere besseren Bahnen und mein Matchplan, den kann ich erstmal zur Seite legen, weil ich habe mich immer nur auf die ersten 9 vorbereitet, weil die zweiten 9 liefen immer irgendwie wie von selbst. Ob das auch heute am Finaltag so ist, werden wir sehen. Wir schauen nochmal ganz kurz hier aufs Leaderboard und sehen, dass mittlerweile mit minus 10 diese Zahl steht, dieses Ergebnis steht. Das muss man erreichen, um zu gewinnen, denn die 64 ist im Clubhaus. Minus 8 gespielt, das ist hervorragend, absolut. Respekt, da ziehe ich mein Hütchen. Und der Führende ist Even Par nach 7 Loch und minus 13. Naja gut, also das wird natürlich jetzt nicht einfach, die 5 Schläge noch aufzuholen. Aber es kann ja für uns nach vorne gehen und für ihn natürlich, was wir uns nicht wünschen, ein bisschen nach hinten. Aber es bleibt dabei, die minus 10 sind im Clubhaus, die müssen eingeholt werden, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, hier diese Trophäe der Desert Championship zu gewinnen. Wunderbar, wir legen los, schauen mal ganz kurz wieder, wo wir den Ball ablegen wollen. Oh je, wir haben Gegenwind, das gefällt mir nicht so. Dann müssen wir gucken, wie wir hier reinkommen, weil es ist immer jedes Mal sehr, sehr knapp hier mit dem Drive, weil uns dann doch ein bisschen die Power fehlt. Okay, nichtsdestoweniger wünsche ich uns ein schönes Spiel, schöne Back 9 bei den finalen 9 Loch der Desert Championship. So, das Tee fliegt rechts weg und reicht uns der Schlag und hoffentlich springt er, natürlich springt er nach links, ist klar. Das ist natürlich schlecht. Long drive, but a bad line. Wicked. So, a poor tee shot at 10, now his second. Okay, das sind noch 200 Yards bis zum Stock und das Problem ist halt, der Stock steckt hier hinten. Also wir müssen auf jeden Fall suchen mit dem Fade ins Grün zu kommen, weil einfach das Grün hier von ein bisschen nach hinten rechts läuft. Natürlich wäre es wichtig, hier hochzukommen. Das ist uns in der dritten Runde sehr gut gelungen. Wir liegen im Rough, wir liegen unter dem Ball. Das ist immer ganz, ganz schlecht, weil dadurch kommt noch zusätzlich, ja, zum Wind noch zusätzlich die Tendenz, den Ball nach links zu schlagen. Jetzt kann man natürlich sich sehr weit rechts ausrichten, versuchen über den Bunker, aber dann haben wir auch fast kein Grün hier zum Anspielen. Das ist ganz, ganz übelst. Deswegen werden wir versuchen, definitiv mit dem Fade den Ball hier reinzukriegen. Dann haben wir auch jede Menge Grün. Aber da wird uns auch höchstwahrscheinlich das Eisen 6 nicht reichen. Es wird ein Flyer, das heißt, wir haben wenig Spin. Wenn er draufkommt, wird der rollen, aber er wird auch... Ja, schauen wir mal, wie ist es denn davor? Okay. Ja, er müsste hier hochkommen, aber wir haben, wie gesagt, 90-95. Wir haben also fast einen Schläger schon mal verloren durch die Lage und haben Gegenwind. Ja, wir werden das Eisen 5 spielen. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Wir werden sehr weit links anhalten, rechts anhalten und versuchen noch dagegen zu drücken mit einem Fade. Ja, er fliegt nach rechts. Er wird hoffentlich im Slope aufkommen und dann draufrollen. Okay, gut, wir haben es nicht geschafft bis oben aufs Plateau, aber im Zweifel, wie ihr wisst es ja, pitchen wir halt. So, was zeigt er uns denn an? 2 Fuß nach oben. Pretty much a full swing at this one with the putter because this one is into the hill and the hole is cut back. 2, 4.
Und damit wir auf jeden Fall hochkommen, machen wir ja noch einen. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Das geht alles nach rechts und oben geht es dann ein bisschen nach links. Aber gut, das ist ganz klar, dass wir natürlich hier sehr weit links anhalten müssen. Obwohl er ja am Anfang... Ja gut, er startet relativ gerade, wird uns also nicht vom Schläger blöd weggehen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber da vorne kriegt er dann den Bogen und läuft die Welle hoch. Wenn er von da kommt, geht er rechts rüber, oder? Okay, und da vorne geht es dann kurz vor dem Stock, geht es nochmal ein bisschen nach rechts. Ja, und dazwischen geht es nochmal nach links. Ja, es ist schwierig. Das ist natürlich wieder ein ganz, ganz schwieriger Putt. Aber in Summe müsste er nach rechts laufen. In Summe müsste er nach rechts laufen. Ich gebe ihm nochmal ein bisschen mehr mit. So, da kommt er hoch und jetzt rollt er und er liegt zumindest ganz gut. Aber wieder einmal zu kurz haben wir es nicht geschafft, bis zum Loch zu kommen. So, stopp, was zeigt er? Merkwürdig, da zeigt er Level und hier zeigt er, dass es ziemlich hoch geht. Naja, das kommt uns auch entgegen, definitiv. So, jetzt haben wir aber wirklich hier einen Break. Okay. Oh. So that in for par to start this backside. Ja, das war knapp. Der ist rechts ins Loch gefallen. Das war knapp. We're here at the downhill par 3 11th hole. Frank, it's 215 yards from the back tee. This hole certainly is not for the faint of heart. When you look at that tee shot, you think, oh my God, what do I do from here? But remind yourself, it's 215 yards and really only about 160, 170 yards to green grass again. But it's 215 yards. That should be the club that you're trying to pick. Green's big enough. Just persuade yourself that. Try not to look at the canyon and the desert. There is a green down there. The hole is playable. So, also wir müssen auf jeden Fall zwei Schläger weniger machen. Ja, Anfang grün eigentlich anvisieren, dann ist es ein Eisen 6. Der Wind haut ihn auch noch ein bisschen rüber, aber eigentlich ist es ein bisschen Gegenwind. Wenn er aufkommt, springt er nach links. Aber er muss auf jeden Fall auf dem Grün aufkommen. Und wenn er links rausrollt, ist es ein bisschen blöd. Dann haben wir einen bösen, bösen Bunkerschlag. Also hauen wir ihn lieber hier hin. Und von der Länge müsste es ja eigentlich reichen, dass er Mitte grün aufkommt. So, sogar noch ein bisschen mehr. Eisen 6. Und es geht ja ein bisschen nach oben, ne? Also das Grün kommt ja zu uns runter, es fällt ab. Das heißt, er müsste eigentlich dann bremsen. Okay. Naja, so viel Kurve nimmt er nicht an, aber er wird auf jeden Fall auf dem Grün landen. Sehr schön. All right, you don't have to catch it on the middle of the face every time. That's on the middle of the dance floor and a birdie putt coming up. Birdie putt coming up and we go to Iona Stephen. And this putt's going to want to go left all day long. It's back up the slope as well. So, 11. 12. Interessant. I 12 und dann kommt 1, okay. Also 3. Und er wird wieder verhungern. 4. Naja gut, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn er unterm Stock liegen bleibt, dann ist es auf jeden Fall der leichtere Putt. Ja, der wird erst dann auf der zweiten Hälfte geht's richtig hoch. Ja gut, also das Break die ganze Zeit kontinuierlich von rechts nach links. Ja, ich will nicht, dass er links über den Stock rüberläuft, dann rennt er uns zu weit weg. Ja, so kommt er nämlich zum Loch. Genau, und dann bleibt er nämlich links vom Loch liegen, das habe ich mir schon gedacht. So, interessanterweise geht es ja auch berghoch.
Aber da sollte jetzt nicht viel passieren. So then, rushed in for par here at 11. And he'll remain right where he is. Okay, wir sind immer noch auf dem fünften Platz. Another spectacular vista from an elevated tee here at the 560-yard par 5 12th. Water down the left of the fairway and to the right of the green. Keep it dry off the tee and you can get home in two, where eagle or birdie opportunities await. So, hier haben wir jetzt eigentlich auch wieder eine Birdie-Chance. Die Fahne steckt ein Plateau tiefer. Das ist soweit okay. Jetzt schauen wir mal, wie der Wind sich verhält, ob er wieder gegen oder mit uns. Oh, der ist gegen uns. Also das heißt, der wird erst gar nicht bis da runterkommen, habe ich die Befürchtung. Ja. Dann müssen wir mit Sicherheit mit einem Holz dann hier runterschlagen. Also der wird definitiv liegen bleiben. Ein bisschen reindrohen. Ja, ein bisschen flacher reindrohen. Okay. Ja, okay, ein bisschen wenig Speed gemacht, aber wie gesagt, dann bleibt die hier mittendrin liegen und dann können wir ja mit dem Holz runterschlagen und hoffentlich so kurz vors Grün bringen und wieder schön an den Stock pitchen. 282, okay, bis zur Fahne noch. 282. So, wir müssen wieder gucken, dass wir über rechts kommen. Meistens haben wir ja das Problem, dass er hier links rüberzieht und dann bleibt er irgendwo da hängen. Deswegen werden wir jetzt mal hier lang schlagen. Ein bisschen weiter rechts, dann könnt ihr nämlich hochrollen. Ja, ich meine, es sieht so aus, als wenn wir ein bisschen unter dem Ball stehen, dass es vielleicht daran liegt. Okay. Aber das Holz ist normalerweise sehr zuverlässig. Das haben wir ja schon mit Specs hochgepimpt. Springt er drauf? Ah, schade nicht. Aber zum Pitchen ist das eine gute Entfernung. So, 4 Fuß nach oben. Und das Problem ist da vorne diese Welle. Die müssen wir auf jeden Fall erreichen. 40. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen weniger, dass er drüber rollt. 37. Okay. Und besser, er fliegt nach links als nach rechts, im Zweifel. So, er sagt uns, dass wir noch Gegenwind haben. Hm. Ja, es ist halt so, wenn dann die Welle kommt, dann rollt er halt gar nicht mehr groß. Okay. Ja, der ist auf jeden Fall über der Welle. Und bleibt fast pin-high liegen. Yep, played that nicely. That'll work out just fine. A dead-on look here for Birdie. Okay. Das sehe ich jetzt wirklich als Birdie-Chance, denn wir haben eigentlich kaum Break. Ein bisschen hier am Anfang links. So, entscheidend ist eher, dass es 3 Inches bergab geht. Deshalb machen wir den jetzt hier. Gehen ein bisschen nach links in der Hoffnung, dass das Break am Anfang eher etwas annimmt, aber dann runterläuft. Ja, machen wir doch ein bisschen mehr Speed. Hä? So early on the backside here at the 12th hole, missed opportunity. Habe ich das jetzt gerade irgendwie falsch gesehen, gelesen? Es ging doch bergab. Ach nö. Das war echt eine super Birdie-Chance. Und dann ist er dann trotzdem noch nach links weggerollt. Hm. Schade, schade, schade. Also das muss ich mir später nochmal in der Super Slow-Mo anschauen. Okay. That one safely in. Ärgerlich, ärgerlich. Das war eine sehr gute Birdie-Chance. Die hätten wir eigentlich einfahren müssen. Dieses Birdie hätten wir notieren müssen auf der Scorekarte. Ärgerlich. Now to the 13th hole in. Oh, I don't know. Should we just fly it over the mountains, Frank? It looks like that, but then you better find dry land. 350 yards, but as the crow flies, it's probably just a little over 300 yards. I don't know if the mere mortals would really want to flash it across that desert ridge. You probably want to play a little left of it, have a little pitch up the hill. But if you're one of the longer hitters,
why not just try it, see if you can make it? So, ich tue mich einfach schwer, weil da oben ist diese Nase und da traue ich mich eigentlich nicht drüber zu spielen. Wir müssten da zwischendurch spielen und wir sehen jetzt auch gerade, dass der Stock da hinten ist. Ja, den müssen wir wirklich hochschlagen und gucken, dass er keinen großen Roll mehr macht. Ja, ich habe da eine Idee, aber es bringt nichts, auf jeden Fall da drüber zu schlagen. Ich weiß, der eine oder andere würde sich das wünschen, dass ich hier den drüber jag. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Ach, der Wind ist auch noch gegen uns. Ah, soll ich ein Holz 3 nehmen? 46 down, aber der Wind ist eigentlich gegen uns. Also das... Augenblick mal. Ja, ja, klar. Okay, nochmal zurück. So, zurück. Und dann schauen wir nochmal da vorne. Definitiv ein Holz 3. So. Und reinfaden. Ja, ich würde ungern im Rough liegen, damit wir nichts verlieren an Speed. Machen wir so. Das Holz 3 ist eigentlich ein zuverlässiger Schläger. Und da muss doch liegen bleiben. Da wird nicht groß rollen. Okay. So, was haben wir? 106 zum 106. Mhm. 42. 8. Das heißt, ein Schläger mehr. Knockdown. Knockdown mit dem 50er. Knockdown mit dem 50er. Wenn der da hinten in den Hang reinfliegt. Der wird nicht bis zu dem Gras fliegen. Glaube ich nicht. So, ja. So, wir nehmen hier ein bisschen mehr. Dann ist es ein Bergab-Putt. Okay. Okay. Ja, springt sofort nach rechts. Komm, lauf ein bisschen hoch. Ja, zumindest bleibt er liegen. Das ist sehr gut. Und rollt uns nicht runter. Das ist sehr gut. Far from the best shot I've seen today. A birdie opportunity here at 13. And this is a putt players love to see uphill, slightly right to left. Ja, ja, mit Sicherheit nicht. Das ist wieder so ein Wahnsinnsding. Wahnsinnsbreak. Rechts vom Stock zum Liegen kommen wäre okay. Da bricht sofort nach links weg. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Okay, da bleibt rechts vom Stock. Okay, das wird kein einfacher Putt bergab. Mit einem Mordsbreak. Oh Mann, den müssten wir eigentlich so reinkullern lassen, aber das ist ganz gefährlich. Oder mit Schmackes rein. Okay. Solche Putts darf man nicht unterschätzen. Die brechen nämlich sofort weg vom Schläger und sind überhaupt nicht auf der Linie, wenn man sie zu langsam puttet. It is, and it's a beautiful view. You see everything from the top of that tee there. It's a hole that keeps bending to the left. There's enough bunkers down the left there to actually take your eye. That's where you got to fixate on something in the distance. That's a much better line than worrying about that wall of sand down the left side. So, diesmal hilft uns der Wind. Diesmal hilft er uns. Ja, jetzt muss ich nochmal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Richtung 150. Das ist ein wenig blöd von der Kamera. Wenn ich das so mache, so geht's. Okay. Richtung 150. Wenn wir den ein bisschen reindrohen, dann rennt er da hoch. Die Frage ist, oder kriegen wir den sogar bis da oben aufs Plateau? So, jetzt muss ich nochmal schauen. Was ist denn da oben? Da oben sind so ein paar kleine Bunker. Da wollen wir eigentlich auf gar keinen Fall rein. Oder? Sind das Felsen? Nee, das sind Felsen. Naja, gut. Auf der anderen Seite, wenn wir da oben irgendwo im Semi-Raff oder im Raff liegen, dann können wir damit leben, weil wir deutlich näher sind. Okay.
Ja. Okay, wir werden ihn versuchen reinzudrohen mit Schmackes über links. Okay, die Richtung ist nicht verkehrt. Ja, der bleibt doch hoffentlich unten liegen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich hatte für einen kurzen Moment die Sorge, dass er uns runterrollt, das Fairway runter. Yes, 135 yards left to the flag and the pin on the back portion in the left-hand side of this green. So, die Fahne steckt kurz. Wir müssen uns das mal ein bisschen anschauen. Wenn sie links von der Fahne, wir haben Rückenwind und nach rechts. Eigentlich müsste es uns helfen, die 34 Yards zu überwinden in Höhe. Wir müssen eigentlich einen Schläger mehr nehmen. Aber mit dem Pitching Wedge und dem Wind könnte es doch reichen. Der springt auf jeden Fall nach rechts rüber. Es ist auch wieder so eine Plateau-Geschichte. Man sieht, dass dann alles rechts rüber springt. Wenn er natürlich hin in den Hang geht, hebt der Wind im Prinzip das auf. Ich meine, wir liegen auf dem Fairway, wir haben gute Möglichkeiten. Das Pitching Wedge macht wenig Spin. Müsste schnell zum Liegen kommen. Okay. Ja, ich bin echt am Überlegen. Oder doch ein Neuner und dann dafür kurz. Dann wären wir auf jeden Fall safe drauf. Und wenn der da oben in den Hang geht, dann wird er ja noch ein bisschen runterrollen. Ja, wir machen das lieber so. Ja. Lieber so, dann sind wir hoffentlich sicher auf dem Grün. Dafür spielen wir den auch hoch an. Ja, wir standen wieder etwas unterm Ball, deswegen ist er links. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Der wird da liegen bleiben, denke ich, oder? Kommt der runter? Boah. Boah. Für einen kurzen Moment. Well, not super close, but safely on the green. Not only a long putt, but a bending putt. Strong right to left in this one. They'll be very pleased just to get this one within a couple of feet. Das ist ein ganz übler Putt, Freunde. Das ist ganz übel. Ja, hätte ich das vorgesehen so stark, dann hätte ich ihn lieber da weiter unten. Also sprich vom Abschlag rechts vom Stock, damit wir einen Bergaufputt haben. Weil den bringen wir überhaupt nicht zum Liegen. Der wird durchrollen. Der wird gewaltig durchrollen. Oh Mann. Und das ist kein Par 8. Nein. Der kriegt Speed, weil es einen Berg runter geht. Und der wird die ganze Zeit nach links runterrollen. Der wird überhaupt nicht zum Liegen kommen. Oh Mann, 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 Mann. Ja, weil es schon wieder unterm Schläger auch ziemlich weit nach links runter geht. Deswegen spielen wir den gleich sehr weit oben an. Ja, hilft nichts. Wir werden es so versuchen müssen. Ah. Und jetzt seht ihr, wie der noch durchrollt. Knapp vorbei und trotzdem 10 Fuß weg vom Loch. Die Hoffnung ist jetzt, dass es ein relativ... Nein, ist es nicht. Und es geht wieder berghoch. Oh je. So. Ja, das war einer von diesen Putts, wo man einfach weiß, wenn der nicht fällt, hat man danach genauso Trouble und Probleme. Okay, wir konzentrieren uns nochmal zurück. 5 Inches, es geht ziemlich hoch. Also müssen wir ja mindestens dahin. Und die Frage ist, wie weit bricht er rüber? Ja,
Ja, das geht halt kontinuierlich. Da ist eine kleine Stelle, wo es ein bisschen langsamer wird, aber es geht eigentlich dann vorne wieder rum, wenn er langsam wird. Ja, dann bleibt er hinterm Loch liegen. Nein. Nope. Doch am Schluss noch ein bisschen weiter nach links und das war falsch. Okay, da holen wir uns dann doch das erste Bogie und jetzt läuft es gerade in die andere Richtung. Als ursprünglich geplant. Safe again. Yep. It's a bogey here at 14. And that'll drop him back down to 7 under. Ja, da wollten wir eigentlich richtig Gas geben auf den zweiten 9 und jetzt machen die uns doch die zweiten 9 mehr Probleme als ich dachte. This 15th is only 125 yards. Maybe grip down on a wedge, clip it just perfectly. Stuff it in there close and make it two. So, da war es jetzt, glaube ich, nur ein Schläger weniger. Letztes Mal waren wir dann Anfang grün. 43. 50er. Aber wir haben auch noch Wind. Ja, doch, das müsste eigentlich das noch... Ja, klar, wir müssen 54 und wir haben aber auch noch den Wind. Wo geht denn der Wind hin? Na, ja, stopp. So. Okay. Ah ja. Okay. Ja, besser ist natürlich, dass wir rechts, beziehungsweise dann irgendwann rechts zum Stock, dann geht es natürlich auch wieder ein bisschen bergab. Wenn wir zu lang sind, haben wir eigentlich da hinten auch genügend Luft. Der Wind drückt den nach rechts und macht ihn auf jeden Fall noch ein bisschen länger. So, was war das andere? 50. Ja, mit dem 50er würden wir eigentlich, glaube ich, relativ genau da landen. Okay. Okay. Ja, okay. So müsste es passen. Bisschen flacher. Ja, geht gleich nach rechts. Und ist lang oder nicht? Ja, fast pin high. Gut. Kommt noch ein bisschen zum Stock. Das ist auch sehr schön. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. This so, will be a 14-foot putt here. Das kriegt ein bisschen Speed und dann geht's wieder hoch. Okay. Wir lassen das so. Das ist schon wieder ein Wahnsinnsbreak, auf jeden Fall. 15 Fuß. Ja, aber sonst läuft er uns wieder links runter und dann eher vom Stock weg. Na, ja, ist zu viel. Got it there, but not quite on target. So, was spricht der? Oh, bergab, okay. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll stay right where he is. So, da haben wir eine relativ cleane Scorekarte. Ein Birdie, ein Bogey bisher. All right, into the finishing stretch here at Wolf Creek with the par 4 16th at 393 yards. This one requiring a good drive over the canyon. If you do put that in play, you'll have a chance to make a birdie. So, jetzt kommen die Bahnen, die wir bis jetzt immer ganz ordentlich gespielt haben. Und da hoffe ich doch, dass wir mindestens zwei Birdies spielen können. So, wir schauen jetzt nochmal kurz auf die Scorekarte. Lustig, genau die beiden Bahnen übereinander, jeweils die mittlere. Birdie Bogie. Ja, also im Moment können wir noch nicht ganz so zufrieden sein. Also wir haben jetzt auch nicht
irgendwas bös verhunzt. Aber es geht nicht so richtig nach vorne. Im Moment sind wir geteilter Sechster. Das heißt, wir haben einen Platz verloren. Wir würden natürlich jetzt hier mit zwei Birdies uns nochmal richtig nach vorne spielen. Denn ihr seht, es gibt hier mittlerweile die 64, 67. Also immer noch die minus 10. Die stehen. Und mit minus 8, 9 würden wir uns auf jeden Fall richtig noch ein bisschen nach vorne spielen. Die 67, 68, also so viel kann sich da gar nicht mehr bewegen. Auch die vor uns sind eigentlich schon im Clubhaus. Hinter uns ist noch jemand, hinter uns sind noch zwei, drei, die uns also da noch gefährlich werden könnten. Okay, lassen wir uns überraschen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, noch ein, zwei Plätze uns nach vorne zu arbeiten. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier einen guten Drive hinbekommen. Der Wind gibt uns Rückenwind, okay. Das heißt, wenn wir hier über links kommen, dann müsste der Ball auf jeden Fall hier runterrollen, kräftig runterrollen. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall noch einen kleinen Draw reinmachen, damit er nicht zu weit nach rechts fliegt. Dann müsste das doch passen, oder? Ja, er nimmt die Kurve an, geht Richtung Fairway und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit er runterrollt. Yeah, that's the spot you want to put it. Now watch this thing gather momentum. Ja, vorne ist eine kleine Welle, dass er eigentlich aufhält. Excellent result. Gut. So, 57 Yards. Jetzt wäre natürlich ein schöner Pitch an den Stock gut. Dann hätten wir unser erstes. So, the great tee shot left him here. Now his second from relatively close range. Ja, das ist eigentlich alles ziemlich eben und machbar. Wir müssen nur einfach an den Stock rankommen. Was haben wir denn? 57, 53, okay. Ja, ein bisschen über rechts. Ja, 52, ein bisschen darf der, es geht ja auch ein bisschen bergab, also er darf noch ein bisschen weiter vorne aufkommen. Okay. Oh! Ja, das war jetzt natürlich ein Kardinalfehler. Oh je. Das ist jetzt natürlich nach hinten losgegangen. Extrem ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Okay. Und das wäre sogar ein bisschen hochgegangen. Also das war jetzt extrem ärgerlich, dass wir den über das Ding drüber gepitcht haben. Der war auch viel zu flach eigentlich. Ja, aber es hilft nichts, nicht mehr groß drüber nachdenken. Das ist jetzt Vergangenheit, da können wir nichts mehr dran ändern. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das mit dem Chip machen. Aus dem Rough. Will ich da chippen? Will ich eigentlich nicht. Den Flopshot. Der hilft uns in der meistens jedenfalls, dass wir hier am Stock sind. Ich verstehe zwar manchmal nicht, warum er dann. Okay. Meistens irgendwie links oder rechts wegfliegt, aber okay. So ein bisschen kürzer. So. Oh nee, was macht denn der? And that's not exactly ideal. Far from a tap-in for his par. You're being too kind. That's not at all ideal. Das sind so Punkte, die ich nicht verstehen kann. Also ich meine, normalerweise muss der doch, also so viel zu kurz, das verstehe ich nicht. Okay. Tja, es ist eigentlich ein gerader Putt. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. 5 inches. Also das, also jetzt nochmal, es geht bergab, ne? Okay. Es geht bergab und vorne. Hier geht es ein bisschen nach rechts, nach links. Das dürfte aber noch keine Rolle spielen. Vorne geht es wieder in die andere Richtung. Okay. Nein! I'm just gonna sneak on by. So ein guter Drive und eigentlich die super Chance zum Birdie. Und jetzt holen wir uns das nächste Bogey ab. Nein, es darf doch nicht wahr sein.
Also das sind so Dinge, die ich da manchmal nicht verstehe. Also ich meine, das Ding zeigt doch an, dass der Ball eigentlich, na, ist egal. Was diskutieren wir? Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und manchmal frage ich mich schon, was hier Sache ist. Also das kommt mir jetzt wirklich komisch vor, ob das mit dem Update zu tun hat. Okay, well, in for a bogey at 16. Also das ist überhaupt nicht das, was wir wollten. Das ist überhaupt nicht die Richtung, die wir haben wollten. Geteilter oder jetzt Achter. Frank, you licking your chops here at the par 5, 17th hole? Oh, why not? A chance to reach a par 5 and 2, but there's still pitfalls in front of you. A little creek or stream runs across the fairway. So really limiting the distance you can hit that tee shot, but it's still reachable from just short of that creek. Find trouble off the tee, then obviously you turn it into a 3-shotter. But a good tee shot, and it's too tempting to resist not going for this green. Ja, vielleicht haben wir auch den Fehler gemacht, dass wir hier die Birdies schon notiert hatten, bevor wir sie überhaupt gespielt haben. Okay, wir haben Rückenwind. Wir haben Rückenwind, 153. Ich würde jetzt dann in dem Fall lieber das Holz schlagen. Okay, nicht, dass der uns runterrollt in den Creek. Letztes Mal war es dann auch ein bisschen lang. 150 down und noch den Rückenwind. Dann sollte das doch so funktionieren. Und wir bleiben ein bisschen auf der rechten Seite. Diesmal, okay. Okay, er geht gleich ein bisschen nach rechts. Aber das sollte passen. Er springt da hin, er rollt noch da runter. Das hilft uns vom Winkel fürs Grün. Das sind jetzt 223, okay. So, wir haben Rückenwind, die Fahne steckt hinten. Wir müssen einfach nur aufs Grün kommen. Eisen 4 wird rollen. Eisen 5. Wir haben Rückenwind. Es geht den Berg runter. Wir werden den nicht faden müssen. Das macht schon der Wind eigentlich. Der müsste eigentlich hier aufkommen und dann da durchrollen. So. Bisschen doch noch faden. Bisschen hoch. Und er ist lang. Er ist lang und läuft hinten raus. Ah. Well, that one didn't work out. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, das ist natürlich immer ein bisschen der Punkt, wo man halt einfach nicht vorne ins Wasser will und dann doch lieber länger als kürzer. So, jetzt schauen wir nochmal. Also ein Pitch. Es geht ein bisschen bergab. 9800. 11. Das heißt eigentlich... Ja... So. Ja, er wird rollen. Oh, nee. Ach, das wäre doch jetzt echt nett gewesen. Dass der jetzt doch wieder so weit durchgerollt ist. Gut. Ja, irgendwo passt es eben doch nicht. Wir schauen jetzt nochmal. Es geht berghoch. 2 Inches. Okay, so viel auf jeden Fall. Über links. Über links. So viel. So, das müsste doch jetzt reichen. Get up that slope. It is in for a birdie. And that'll move him to 7 under par. Finishing hole here at Wolf Creek is only 307 yards. Frank, where's the trouble here? Short and to the right of this par 4. Really, there's a multitude of options off this tee. You could hit an iron, you could hit a fairway wood. Even some might try and hit a driver, but you know, that's a little too risky. There's too many problems up ahead if you try and take this hole on.
really a short club off the tee, leaving yourself some area of 170 yards and you're going to be putting for birdie more often than not. So, wir sind praktisch wieder da, wo wir gestartet sind, jedenfalls auf der Scorekarte Even Par. Und mit einem Birdie könnten wir uns jetzt auf den geteilten fünften vorhieven und da bin ich mal gespannt, was es dann Punkte gibt. Ja, ist ärgerlich, dass wir uns das Bogey eingefangen haben. Das war völlig nicht im Plan. Das war überhaupt nicht im Plan. Das Paar hätte ich ja noch akzeptiert, aber das Bogey, das hat wehgetan. Das war ein Stich ins Herz. Okay, wir sind immer noch auf der ersten Seite des Leaderboards. Das sollte uns eigentlich Hoffnung geben und uns Freude stimmen. Wenn ich daran denke, wie wir die erste Runde gespielt haben, haben wir uns dann doch ziemlich gut nach vorne gespielt und doch gut gewuppt. Und das sollte uns Hoffnung und letztendlich ja auch Befriedigung sein für diese Runde, dass wir doch noch vorne haben mithalten können und nicht abgestürzt sind. Aber natürlich, wenn man weiß, wie die Runden 2 und 3 gelaufen sind, da wäre mehr drin gewesen. Aber wir alle wissen, es ist eben nicht jeder Tag wie der andere. Und nichtsdestoweniger können wir ja mit uns zufrieden sein, dass wir das doch ordentlich gewuppt haben. Aber da kommen wir auf keinen Fall drüber. Letztes Mal haben wir auch mit dem Eisen geschlagen. Wir werden jetzt mit dem Eisen 6 schlagen. Ich muss ja mal schauen, das Wichtigste war okay, in der Mitte da oben auf dem Grün. Ja, Ziel soll es eigentlich sein, dass wir nicht zu viel Spin drauf kriegen auf den Schlag. 199, 323, der wird sowieso noch ein bisschen rollen durch den Wind. Ja, okay. Dann machen wir noch ein bisschen mehr links und dann sollte das passen. So, warum? Ja, wenn wir ein bisschen weiter weg sind und natürlich dann einen Schläger mehr brauchen, ich denke, das wird jetzt ein 54er sein, dann haben wir auch nicht ganz so viel Spin, Backspin. Ne? Wenn wir von Spin reden, reden wir immer von Backspin. He's got 95 yards to the front, 116 to the hole, pin sitting back right. Ja, wir haben Rückenwind, aber ich will den trotzdem da oben haben, weil der kommt dann auf jeden Fall runter. Bin ich fest davon überzeugt. Aber mit weniger Spin. Das 50er. Es geht 13 Fuß nach oben, das heißt etwas kürzer. Der Wind ist da. Wenn wir zu kurz sind, dann rennt er hier runter, die Welle. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich will ihn lieber von da oben. So. Okay. Ja, der sieht kurz aus, oder? Oh. Well, if that's the last iron shot of the day, it's absolutely gorgeous. Great way to finish off the final approach shot with a birdie opportunity. So, Freunde, ich bin etwas nervös. Ich habe etwas schwitzige Finger am Controller, weil dieses Birdie würde ich uns gerne allen noch gönnen. Yo! Okay, birdie at the last. It is a birdie-birdie finish. And that will make this a final round, 71. Frank, you and I have covered golf around the world. I have never seen anything quite like Wolf Creek Golf Club here in Nevada. I didn't think you could build a golf course in this sort of area like this, but they have and they've succeeded. It's a wonderful course to play. It's so pleasing on the eye. The fact that you get to play across canyons and over desert ridges and across water, all in one little place. It really is an oasis, but more importantly, Rich, it's fun. And the golf we saw was every bit as good as this magnificent desert backdrop. For my partner, Frank Nabilo, and all of us here at EA Sports, I'm Rich Lerner saying so long for now from Wolf Creek Golf Club. So, Freunde, das wäre es also gewesen. Das war die finale Runde der Desert Championship und zwar Wolf Creek in Mesquite, Nevada. Und das ist wirklich echt ein Platz. Ja, da muss man Respekt haben, da muss man Demut zeigen. Und am Schluss, wir gucken nochmal auf die Scorekarte,
haben wir eine dritte Runde unter Paar gespielt und das sollte uns freuen, dass wir am Schluss jedoch noch die Nerven behalten haben und nochmal auf der 17-18, wie schon so häufig in den vorherigen Runden, dann doch nochmal hier richtig gescored haben. Ja, es war wieder mal wie immer, es gab Höhen und Tiefen, es gab Licht und Schatten, das gehört nun mal zu einer Runde dazu, aber ich denke, unterm Strich haben wir das ordentlich gemacht, konnten uns ja jetzt nicht von der Platzierung etwas verbessern, natürlich im Score, aber wir sehen auch, dass wir hier mit 71, ja okay, da der Kollege, ach interessant, da wurde er dann doch noch abgefangen, weil er plus 3 gespielt hat, der Koreaner. Und hier hat einer mit minus 1 doch, ja jetzt sehen wir es, mit minus 10 ist dann doch der Sieger gekürt worden. Im Stechen hat doch tatsächlich hier anscheinend Mr. Rogers gewonnen. Und minus 10 wäre eben dann doch der Siegerscore gewesen. Da wollten wir eigentlich hin, da hätten wir also die Möglichkeiten gehabt. Aber wie gesagt, andere haben hier deutlich schlechter gespielt. Wir haben Unterpaar gespielt. Hier sehe ich eine plus 1 und ich sehe eine plus 3. Und insofern können wir zufrieden sein. Ja, die nächste Runde, die dritte hier in der Korn Ferry Tour, führt uns nach Kalifornien. Also gar nicht mal so weit weg von Nevada. Wir gehen nach Kalifornien zum Riviera Country Club. Auch ein sehr, sehr schöner Platz. Darauf habe ich Lust, darauf habe ich Bock. Das ist mal wieder ganz was anderes als hier dieser Platz Wolf Creek. Wir schauen jetzt, Augenblick, so und zack, nee, stopp, so, nee, da müssen wir hin ins Menü und dann machen wir Scorekarte und machen Exit und schauen mal, was wir jetzt noch an Punkten bekommen haben und wo wir jetzt im Tour-Ranking stehen. So, hier haben wir die bekannten 19.000 und X. Und da fehlen uns jetzt zum nächsten Level noch 60.000. Das heißt also auf jeden Fall 3 Runden spielen. Wir machen Continue und bekommen, was haben wir denn jetzt bekommen? Wir sind jetzt mit 206 Punkten an 9. Stelle. Das heißt, wir sind auf jeden Fall hier mit dabei. Greens and Regulation 78%. Jo, und hier sehen wir es nochmal. Also mit 206 sind wir an 9. Stelle. Und man sieht aber auch sofort, Augenblick. So, man sieht aber auch sofort, dass hier die Kollegen da vorne mit 500, 519 und so schon ordentlich hier davongezogen sind. Das heißt, so viel Bewegung wird es hier an den vorderen Plätzen nicht geben. Da müssen wir dann schon nochmal ein ordentliches Ergebnis spielen. Natürlich, klar, ein Sieg würde uns 500 Punkte bringen und uns ordentlich nach vorne spülen. Aber wir müssen schauen, dass wir unter den Top 75 sind. So, ihr seht es auf der linken Seite. Week 3 oder beziehungsweise das dritte Touren-Tournament. California Classic, der Riviera Country Club in Kalifornien. Auch ein sehr, sehr schöner Platz. 144 Teilnehmer. Natürlich auch hier wieder über 4 Runden. Und 500 Punkte gibt es für das Korn Ferry Tour Ranking. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es waren mit Sicherheit spannende und aufregende 4 Runden in Nevada Wolf Creek und ich sage an der Stelle recht herzlichen Dank für euren Support, für eure Unterstützung, für eure Kommentare und Däumchen und natürlich heiße ich recht herzlich alle willkommen, die hier bei mir jetzt den Kanal abonniert haben und zukünftig auch mit dabei sein wollen, wenn wir hier die Korn Ferry Tour spielen und uns langsam nach vorne arbeiten, um dann in der nächsten Saison auf die PGA zu gehen, um die ganz, ganz tollen großen Turniere und Plätze zu spielen. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon wieder auf das nächste Turnier und natürlich auf euch und auf eure Kommentare. Ich sage an dieser Stelle wie immer, ein schönes Spiel wünsche ich euch und wir sehen uns demnächst wieder.